Ich weiß nicht, wie du es anstellst, Hüter. Licht und Dunkelheit gleichzeitig zu nutzen. Solange du beide für das Gute einsetzt, bin ich an deiner Seite. Elizabeth hat dich hergeschickt, um mich zu nerven, oder? Ich habe diese Herausforderung speziell für sie programmiert. Überrascht mich überhaupt nicht, dass sie nach über einem Jahrtausend immer noch sauer ist. Für ihre mentale Stabilität ist das allerdings gar nicht gut. Offensichtlich bist du genauso verrückt wie meine Enkeltochter. Mal sehen, ob du auch intellektuell mit ihr mithalten kannst.
Elizabeth hat dir die Tricks für diese Arena gezeigt, oder? Cleveres Mädchen. Diesen Teil habe ich allerdings komplett für dich ersonnen. Viel Glück. Schon zu ihr zurück? Was du hier getan hast, wird ihr noch weitere 1000 Jahre Genugtuung verschaffen.
Eramis hat sie gefunden. Die Tiefsteinkrypta. Der Geburtsort der Exos. Und ein Gefängnis für etwas Böses. Ihre Anhänger wollen von ihr Gebrauch machen, um ein Chaos zu entfesseln, das sie nicht verstehen. Ihr Erfolg würde ihnen ungezähmte Macht jenseits ihrer wildesten Träume bescheren. Sie müssen aufgehalten werden. Seiner Niederlage durchtrieben. Glimmer zu horten stärkt ihre Position. Das darf ihnen nicht gelingen.
Offenbar fand Clovis die Kraft der Stasis tatsächlich in der Dunkelheit. Er wusste bloß nicht, wie man sie nutzt. Deshalb versteckte er sie. Zu unserem Glück in dem typischsten aller Clovis-Bray-Verstecke. In sich selbst. Der gigantische Exo am Fuß der Exo-Fabrik? Das ist er. Naja, seine KI. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir uns alle besprechen. Anna eingeschlossen. Das ist auch ihre Reise. In der dunklen Zukunft unternahm sie sie mit oder ohne mich. Und wenn ich nicht da war, war es die Dunkelheit. Das passiert nicht nochmal.
Wir nähern uns dem Tempel, Petra. Verstanden. In Bereitschaft. Wir gehen jetzt rein. Ich bringe uns von hier aus in die Tiefen des Tempels. Gib mir Deckung.
Da ist unsere Techien. Bist du bereit? Pass auf! Man muss keine Kammer sein. Man muss kein Haus sein.
Hüter, Scharkämpfer strömen unter der Führung einer in Ungnade gefallenen Scharhexe namens Navota aus dem Kosmodrom. In Ungnade gefallen? Sie ist bei einer früheren Vorhutoperation gerade so mit dem Leben davongekommen. Jetzt stellt die Brut ihre Stärke in Frage. Sie wird sich um jeden Preis beweisen wollen. So ist es. Und ihre Verzweiflung macht sie ebenso gefährlich wie gnadenlos. Schalte sie aus, bevor sie wieder Fuß fassen kann. Da vorne ist jede Menge los. Mach dich auf alles gefasst. Ein Raid-Kommando der Gefallenen. Sie scheinen sich über Navotas Anwesenheit nicht zu freuen. Über eure sicher auch nicht.
Ich empfange zahlreiche Char-Signaturen in einer Anlage vor uns. Das gefällt mir nicht. Das fühlt sich an wie eine Falle. Dann mach ihnen einen Strich durch die Rechnung. Wir sind nah dran. Diesmal entkommt sie nicht. Ein Rückzug ist keine Option mehr für sie. Die Brut zweifelt ohnehin schon an ihr. Turm an alle Kosmodromeinheiten. Benötigen visuelle Bestätigung eines Kriegssatelliten, der in eurem Sektor abstürzt. Mach dich auf das Schlimmste gefasst, Hüter. Navota ist gezwungen, dich zu besiegen. Diese Energiesignatur. Das ist sie. Das ist Navota.
Narvotas Machtspiel hat gezeigt, wie gefährlich Schar-Logik sein kann, aber auch ihre Schwächen offenbart. Du hast bewiesen, dass der Pfad zum Sieg nur mit Licht zu beschreiten ist. Wir freuen uns, die Botschaft zu verbreiten, Commander. Ausgezeichnete Arbeit. Komm zurück zum Turm. Hüter, Scharkämpfer strömen unter der Führung einer in Ungnade gefallenen Scharhexe namens Narvota aus dem Kosmodrom. In Ungnade gefallen? Sie ist bei einer früheren Vorhutoperation gerade so mit dem Leben davongekommen. Jetzt stellt die Brut ihre Stärke in Frage. Sie wird sich um jeden Preis beweisen wollen. So ist es. Und ihre Verzweiflung macht sie ebenso gefährlich wie gnadenlos. Schalte sie aus, bevor sie wieder Fuß fassen kann. Da vorne ist jede Menge los. Mach dich auf alles gefasst. Ein Raid-Kommando der Gefallenen. Sie scheinen sich über Narvotas Anwesenheit nicht zu freuen. Über eure sicher auch nicht.
Ich empfange zahlreiche Char-Signaturen in einer Anlage vor uns. Das gefällt mir nicht. Das fühlt sich an wie eine Falle. Dann mach ihnen einen Strich durch die Rechnung. Wir sind nah dran. Diesmal entkommt sie nicht. Ein Rückzug ist keine Option mehr für sie. Die Brut zweifelt ohnehin schon an ihr. Mach dich auf das Schlimmste gefasst, Hüter. Navota ist gezwungen, dich zu besiegen. Diese Energiesignatur. Das ist sie. Das ist Navota.
Narvotas Machtspiel hat gezeigt, wie gefährlich Schar-Logik sein kann, aber auch ihre Schwächen offenbart. Du hast bewiesen, dass der Pfad zum Sieg nur mit Licht zu beschreiten ist. Wir freuen uns, die Botschaft zu verbreiten, Commander. Ausgezeichnete Arbeit. Komm zurück zum Turm. Hüter, Scharkämpfer strömen unter der Führung einer in Ungnade gefallenen Scharhexe namens Narvota aus dem Kosmodrom. In Ungnade gefallen? Sie ist bei einer früheren Vorhutoperation gerade so mit dem Leben davongekommen. Jetzt stellt die Brut ihre Stärke in Frage. Sie wird sich um jeden Preis beweisen wollen. So ist es. Und ihre Verzweiflung macht sie ebenso gefährlich wie gnadenlos. Schalte sie aus, bevor sie wieder Fuß fassen kann. Da vorne ist jede Menge los. Mach dich auf alles gefasst. Ein Raid-Kommando der Gefallenen. Sie scheinen sich über Narvotas Anwesenheit nicht zu freuen. Über eure sicher auch nicht. Thank you.
Ich empfange zahlreiche Char-Signaturen in einer Anlage vor uns. Das gefällt mir nicht. Das fühlt sich an wie eine Falle. Dann mach ihnen einen Strich durch die Rechnung. Wir sind nah dran. Diesmal entkommt sie nicht. Ein Rückzug ist keine Option mehr für sie. Die Brut zweifelt ohnehin schon an ihr. Mach dich auf das Schlimmste gefasst, Hüter. Navota ist gezwungen, dich zu besiegen. Diese Energiesignatur, das ist sie. Das ist Navota. Thank you.
Narvotas Machtspiel hat gezeigt, wie gefährlich Schar-Logik sein kann, aber auch ihre Schwächen offenbart. Du hast bewiesen, dass der Pfad zum Sieg nur mit Licht zu beschreiten ist. Wir freuen uns, die Botschaft zu verbreiten, Commander. Ausgezeichnete Arbeit. Komm zurück zum Turm. Thank you.
Anna, du bist zurück. Tja, also, man trifft ja auch nicht jeden Tag nach einer Apokalypse seine Roboterschwester wieder. Und ich hab mir gedacht, wenn du all das auf dich genommen hast, um mich zu beschützen, muss ich dir wirklich wichtig sein. Das bist du. Ich hatte nur Angst, Anna, dich zu verlieren ein zweites Mal. Ich dachte, es wäre richtig, die Wahrheit vor dir zu verbergen. Du musst einfach nur meine Schwester sein, Elsie. Von nun an stellen wir uns allen Wahrheiten gemeinsam. Dann ist jetzt wohl die Zeit dafür. Hast du ihn? Vertrauliche Informationen aktiviert. Es ist Jahrhunderte her, dass wir alle gestorben sind. Und doch stehen meine Enkelinnen Elizabeth und Anastasia lebendig vor mir. Clovis? Ja, Anastasia. Ich bin es. Unglaublich. Wenn ihr so weit gekommen seid, seid ihr wohl wegen meiner Forschungen hier. Die Energie der Dunkelheit. Ist es das, was du gesucht hast, Elizabeth? Ich konnte sie nie benutzen, aber etwas sagt mir, dass du es kannst. Ich kann und werde, aber nicht allein. Wir werden sie für das Gute nutzen, die Menschheit retten. Nein, nein, nein. Dafür ist sie nicht gedacht. Nur für die Forschung, das Vermächtnis, den Namen Bray. Warum bin ich nicht überrascht? Spiel nicht die Heilige, Elizabeth. Muss ich dich daran erinnern, wer sich für Projekt EXO freiwillig gemeldet hat? Der Name Bray stand auf dem Spiel und du hast für ihn gekämpft. Im Gegensatz zu deinen Schwestern, deiner Mutter, deinem Vater. Alle undankbar und schwach. Du warst schon immer ein Mistkerl, Clovis. Und doch warst du an meiner Seite. Sogar bis in das ewige Leben. Ewiges Leben. Was ich dir geschenkt habe. Und es war gut, dass du das getan hast. Denn so kann ich das Universum vor Bösem wie dir retten. Deine Naivität war schon immer dein Verhängnis, Enkelin. Genieß das Geschenk. Und vergiss nicht, du bist immer eine Bray. Genau wie ich. Clovis war schon immer schwierig. Aber er hatte eine gewisse Menschlichkeit. Bevor er sie sich von der Dunkelheit nehmen ließ. Vergiss ihn. Er kann uns nicht mehr kontrollieren. Lass uns diese Macht genau so einsetzen, wie er es nicht will. Für die Menschheit. Anna hat recht. Wir haben, was wir wollten. Zeit, es in die Zikkurat zu bringen. Komm danach zu mir.
Clovis, wir sind fast bei dir. Noch langsamer und es wird kein Ich mehr zu schützen geben. Die Vex versammeln sich massenhaft am Eingang der Anlage. Wir tun, was wir können. Dann gestattet mir meine Unterstützung. Da draußen steht ein alter Wartungspanzer. Schnappt ihn euch. Vernichtet diese Monstrositäten. Das muss der Panzer sein. Weg sind überall. Fast so, als hätten sie auf uns gewartet. Möglicherweise benutzen mich die Vex jetzt als Köder, um die Klinge zurückzuholen. In ihren Händen wird sie für immer verloren sein. Zusammen mit den Erinnerungen eures geliebten Banshee. Stürmen die Einrichtung. Ich brauche sofort Schutz. Wir kommen. Seht ihr meine Sicherheitsdruiden? Ich kann sie nicht orten. Wahrscheinlich sind sie von den Vex gefasst worden. Wir befreien alle, die wir finden können.
Sie haben mich gefunden. Wo seid ihr? Wir sind fast da. Die Klinge, habt ihr sie? Sie muss neu geschmiedet werden. Jetzt willst du uns also helfen. Diese Klinge war der Fluch der Vex. Sie wurde von einem tapferen Exo geführt, als sie das letzte Mal angriff. Das ist Jahrhunderte her. Die Vex glauben, sie haben eine Chance, sie sich in Stücken zurückzuholen. Ich werde es für dieses eine Mal zugeben. Ich hätte euch schon früher helfen sollen. Wir müssen sie gemeinsam neu schmieden. Der Sockel. Leg die Klinge darauf. Ich werde das Schmiedeprotokoll einleiten. Die Angreifer sind eingetroffen. Sie dürfen den Schmiedeprozess nicht stören. Wir halten sie zurück. Protokoll abgeschlossen. Nehmt sie. Jetzt. Führt die Klinge. Vernichtet sie alle. Jeden Einzelnen.
der Letzte. Ich schätze, ich bin euch zu Dank verpflichtet. Im Allgemeinen ziehe ich es jedoch vor, niemandem etwas schuldig zu sein. Daher könnt ihr die Klinge als euer Eigentum betrachten. Allerdings solltet ihr diesem Banshee die Gelegenheit geben, ihre Integrität noch einmal zu überprüfen. Bist du jetzt wirklich in Sicherheit? Dank euch, ja. Bis zu unserem nächsten Treffen.